Ich finde es einfach cool, dass man die ganzen Spiele testen kann. Ich warte jetzt auf Guild Wars 2. Also am 28. kommt der raus. Ist also ein Online-MMO. Also man spielt halt mit anderen Spielern zusammen und naja, darauf warte ich halt. Ich finde es eigentlich recht lustig, dass man mal so viele Menschen trifft, so viel spielen kann, einfach Spaß haben kann. So sieht's aus, die Gamescom 2012. Knapp 300.000 Jugendliche strömen hier in diesen Tagen aufs Messegelände. Für Gamer fallen hier Ostern, Weihnachten und der eigene Geburtstag zusammen. Wenn man wissen will, wie die Jugend tickt und vor allen Dingen, wie sie klickt, ist man hier genau richtig. Und ich stürze mich jetzt mal hier ins Getümmel. Größer, weiter, breiter. Das ist die Gamescom 2012. Man hat ja tatsächlich die Gänge verbreitert, damit hier mehr Menschen reinpassen. Denn im letzten Jahr musste am Samstag die Messe polizeilich gesperrt werden. Es waren zu viele Besucher hier auf dem Gelände. Und diese ganzen Massen wollen nur eins, neue Spieletrends erleben und zum Beispiel zaubern wie Harry Potter. Jo, also ich sitze jetzt hier vor dem Buch der Bücher quasi, weil dieses Buch kann verschiedene Bücher sein. Und immer wenn ich es hier umblättere, dann wird es auch auf dem Screen umgeblättert. Man kann das hier sehen. Man verbindet die Realität mit einer künstlichen Welt. Und in dem Fall ist es ein Zauberbuch aus Hogwarts. Und ich kann jetzt hier zaubern lernen. Schon faszinierend. Jetzt versuche ich mal runterzuschmeißen. Achtung! Einmal los. Doch um die richtig begehrten Spiele zu sehen, brauchen die Gamer viel Geduld. Bis zu 4 Stunden und mehr müssen sie warten, bevor sie an die Computer dürfen. Was macht ihr hier? Also wir wollen Hitman Absolution spielen und danach wollen wir weiter gucken erstmal. Okay. Und wie lange steht ihr schon hier? So eine Stunde, aber es kann noch so 2 Stunden dauern. Das heißt, ihr steht hier Stunden auf der Messe rum und kommt trotzdem hier hin? Ja, warum nicht? Ist doch geil. Das Rumstehen ist doch total langweilig, oder nicht? Nein, guck mal, das ist einmal im Jahr. Da kann man doch einmal hier schön mal mit Leuten kennenlernen. Zum Beispiel hier, die kenne ich seit gerade erst. Kein Scherz, die kenne ich seit gerade erst und mit denen verstehe ich mich. Das sind Zockers, wir sind alles Zockers und wir verstehen uns. Was macht ein Zocker aus? Auf jeden Fall nicht, dass er sich nicht duscht. Zocker duschen sich, das wollte ich mal klarstellen. Es gibt halt auch nur ein echtes Leben, ne? Was würdest du denn sagen, was besser ist, zocken oder echtes Leben? Beides. Der Ausgleich ist wichtig. Man darf beides nicht vernachlässigen. Auf der Gamescom wird aber nicht nur gezockt und geballert. Bei der deutschen Case-Mod-Meisterschaft treffen sich die Tüftler der Computerszene. Sie machen aus normalen Computern richtige Kunstwerke. Bis zu 1500 Stunden Arbeit stecken in Konstruktionen wie dieser. Doch auf der Gamescom ist eben alles ein bisschen extremer. Hier bleiben den Bastlern nur 24 Stunden für den Umbau. Jetzt tickt die Uhr für die Modding-Maniacs. Sie sind die amtierenden deutschen Meister im 24-Stunden-Modding. Und den Titel wollen sie natürlich behalten. So, was werden wir jetzt fertig ist? Also es wird eine Festplatte oder das Innenleben von einer Festplatte sein. Wir bauen es aber im Holz. Und ja, wir werden mit einer Flamme da drauf gehen und eine schöne Patina verpassen. Mit Western-Elemente, wie ein Veranda, ein Galgen, wo man dran zieht und dann geht der Computer an und ein paar bewegende Teile auf. Und wird schon gut. Und das, ne? Geht in 24 Stunden? Das ist unser Ziel, schauen wir mal. Thank you.
das ist typisch Gamescom, die x-te Version eines Programms, wo man eigentlich nicht so ganz weiß, was ist jetzt neu, aber zum Ausprobieren lohnt sich auf jeden Fall. Das ist Stefanie Heinzmann auf der neuen Just Dance 4 Version mit Digging in the Dirt. Und das heißt, wir müssen jetzt zusammen tanzen. Ich bin mal gespannt. Nein, Ladies first. Ach komm, Ladies first. Spielen ist eine Massenbewegung geworden und die ganze Familie zockt mit. Nicht nur die Teenager, von denen drei Viertel regelmäßig vor dem Bildschirm hocken. Auch die ältere Generation hat Spaß dabei. Immerhin 5 Millionen der über 50-Jährigen spielen regelmäßig Computer oder Videospiele und kommen dabei mitunter richtig ins Schwitzen. Ja, Workout. Ja, da soll noch mal einer sagen, Gaming macht Couch-Potatoes. Im Gegenteil. 600 Aussteller aus 40 Ländern sind hier dabei. Zwei große Namen fehlen allerdings. Nintendo und Microsoft sind nicht auf der Gamescom, die eigentlich die größte Messe für interaktive Unterhaltung sein will. Immerhin, PlayStation-Hersteller Sony ist da. Das ist schon ein bisschen bescheuert. Keiner von diesen Leuten weiß, was da jetzt drin passieren wird. Trotzdem drängen sie alle rein und wollen unbedingt wissen, was hier heute präsentiert wird. Vom Branchenriesen erwartet das Fachpublikum nun Großes. Ich hoffe vielleicht auf so eine große Überraschung, vielleicht auch zwei, mal schauen. Gerade die Konsolenhersteller kämpfen mit Problemen. Günstige Spiele für Smartphones und Tablets erreichen eine große Masse und sehen genauso gut aus wie ein High-End-Spiel. Das Konsolenzeitalter könnte bald beendet sein. Microsoft ist nicht hier, Nintendo ist nicht hier. Warum sind Sie hier? Weil es für uns die wichtigste Messe in Europa ist, weil wir jede Menge Neuvorstellungen haben. Wir haben gestern Abend allein 4 Premieren von Spielen, die noch gar nicht angekündigt sind, weil hier 260.000 Leute herkommen wollen, die alle spielen wollen und wir deshalb auch hier den größten Stand gebaut haben. Die Gesichter verraten es, der ganz große Wurf ist Sony nicht gelungen. Viele neue bunte Spiele zwar, aber keine neue PlayStation, auf die so mancher insgeheim gehofft hatte. Zurück zu den Modding Maniacs. Bis jetzt lief es gut für Ali Abbas und Johannes Löw, doch dann passiert etwas, was eigentlich nicht passieren darf. Die Mission Titelverteidigung gerät in Gefahr. Wir lagen super im Zeitplan eigentlich. Jetzt leider ist mein Teamkollege erkrankt. Wie, der war doch gerade noch da? Er war gerade da, jetzt hat er irgendeinen Ausschlag bekommen. Wir wissen noch gar nicht, woran es liegt oder von wo es hat. Jetzt ist er in der Klinik und ich hoffe, es kommt wieder. Ich hoffe, er wird gesund natürlich. Wenn nicht, dann gebe ich einfach mein Bestes und versuche ich in der restlichen Zeit unser Case-Mod einigermaßen fertig zu kriegen. Das Abenteuer Gamescom ist manchmal eine Begegnung der dritten Art. Das ist so ziemlich der neueste Schrei auf der Gamescom. Eine Konsole mit 2 Bildschirmen. Hier ist es die Wii U. Man spielt hier auf dem Hauptbildschirm und ein zweiter Spieler kann auf dem zweiten Bildschirm eine Spielerin, die auf dem Hauptbildschirm spielt, unterstützen. Gamescom, laut, bunt und krass. Das ist wirklich faszinierend. Und bei den Trailern, da kann sich so mancher Blockbuster eine Scheibe abschneiden. 330 Premieren und Neuvorstellungen locken die Massen auf die Gamescom. So,
Eins der Highlights der diesjährigen Gamescom steht an. Es gibt einen Trailer zu sehen. Und nur dafür sind hier tausende Menschen gekommen. Und zwar tausende von einer riesen Community. 9 Millionen Menschen spielen nämlich WoW, World of Warcraft. Und jetzt gibt es einen neuen Teil, also eine neue Spielebene. Mists of Pandaria wird hier kräftig beworben. Und nur wegen dieses Trailers kommen die Leute hin. Was ist das Tolle am Trailer? Ja, er ist neu, er ist aufregend. Man hat schon gehört, er soll richtig spannend werden. Ich bin richtig aufgeregt, ich freue mich schon drauf. Chinesische Trommlerinnen spannen die WoW-Fans noch etwas auf die Folter. Sich zu kämpfen. Okay, Hammer Trailer, aber so ein Kung Fu Panda, irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Super lustig gemacht mit dem Monk und ja, auf einfach geil, nur geil. Einfach nur super, also echt super. Klasse. Muss man spielen. Bester Blizzard-Trailer ever. Hat sich gelohnt, hierher zu kommen? Auf jeden Fall, so wie jedes Jahr. Computerspiele lösen heutzutage eine riesige Begeisterung aus. Jetzt holen sich die Fans noch Autogramme. Sie stehen für die Macher von World of Warcraft Schlange. Programmierer und Entwickler, das sind die Idole der Generation Gaming. Sie sind angesagt, die Multiplayer-Spiele. Online zocken mehrere Spieler gegeneinander. Dafür gibt es sogar richtige Ligen. Und wie das alles funktioniert, erklärt mir jetzt ein ehemaliger Profispieler. Also, was ich jetzt mal lernen möchte, ist StarCraft 2, weil mit diesem Spiel kann man ganz toll in der ESL mitspielen. Das ist die Electronic Sports League und man kann sich das so wie Wimbledon vorstellen. Ist das richtig? Ganz genau. Wir haben tatsächlich im elektronischen Sport auch die Möglichkeit, uns zu messen und dafür gibt es die ESL zum Beispiel als große Liga, als Liga-Veranstalter. Und Homer G, Sie sind Shoutcaster, also Kommentator. Ganz genau. Spektakel. Ganz genau. Das gibt's auch. Also wie so ein richtiges Sportereignis. Richtig, ich bin der Marcel Reif oder der Bela Reti von StarCraft 2 sozusagen. Ah. Ja, wir sind im Spiel. Guck mal, jetzt hast du in der Mitte deine Arbeiter. Die stehen noch untätig rum. Okay. Die stehen da. Ja. Und die kannst du mit der Maus markieren. Jetzt hast du sie alle markiert und okay. Kannst sie mit der Rechtsklick auf deine Mineralien schicken. Und jetzt fangen sie alle an, in deinem Namen Mineralien zu sammeln. Man bringt die genau. Da in dieses Gerät rein. Und scheffeln dir hier Geld. Das Ganze ist ein Strategiespiel, kann man sagen. Exakt, Echtzeitstrategie. Das heißt, ich muss in möglichst schneller Zeit viel irgendwie sammeln, genau. Um viel zu bauen. Und mit dem, was ich gebaut habe, das sind quasi meine Schachfiguren. Und die muss ich losschicken. Das ist ein super Vergleich. StarCraft ist quasi die Mutter der Strategiespiele. Und es wird gerne bezeichnet als Schach in Lichtgeschwindigkeit. Wie sieht es aus bei den Modding Maniacs? Ist Johannes Löw wieder fit? Ist die entscheidende Frage. Kann ich kurz dich ja. Wieder unter den Lebenden? Ja, schon. Was war denn jetzt? Eigentlich nur ein Sommervirus, also nichts Schlimmes. Wie jetzt so schnell wieder fit? Mit Schmerzmitteln, aber so an sich. Es muss. Ihr seid hart. Ja, Maniacs halt. Okay. Wie liegt der denn jetzt im Zeitplan? Eigentlich wieder relativ gut. Also wir haben auch über die Pause arbeiten dürfen, haben damit einen Teil unserer Zeit wieder reingeholt und jetzt Gas gegeben ohne Ende. Also sieht gut aus. Ja, das sieht ja Hammer aus, was ihr da gemacht habt. Das ist ja schon, das sieht ja fast fertig aus. Ja, man kann schon gut die Festplatte erkennen. Das Gehäuse, Grundgehäuse steht, das Gehäuse ist eingeschaltet. Ja, jetzt geht es eigentlich so langsam an diese Feinheiten, an die Dekoration von dem Ganzen. Eigentlich das, was die Zeit frisst. Okay. Wir sind gespannt. Wir auch.
Die E-Sport-Spiele sind einer der Publikumsmagnete der Gamescom. Allein in der ESL zocken 3 Millionen Spieler mit. Die besten von ihnen kämpfen auf den Gamescom-Bühnen gegeneinander. Ja, das ist das Wimbledon der Gamer, die Electronic Sports League. In diesen Tagen werden bei dieser Weltmeisterschaft 180.000 Euro Preisgeld ausgegeben. Und 15 bis 20 Millionen Mal werden die Live-Sendungen hier geguckt. Für die besten Spieler ist Gaming längst kein Hobby mehr. Um ganz vorne mit dabei zu sein, reicht es nicht, einfach mal ein Spiel einzulegen und loszuzocken. Dennis Schneider, Sie sind Profi-Gamer. Kann man das mit einem Tennis-Profi vergleichen? Jein, würde ich sagen. Finanziell sicherlich noch nicht. Es ist ein sehr, sehr guter Nebenjob. Teilweise kann man es auch schon Vollzeit machen. Also man verdient genug, um davon zu leben. Reich werde ich persönlich noch nicht. Es gibt ein, zwei Spieler, die haben schon sehr, sehr viel Preisgeld gewonnen. Denen geht es sicherlich noch ein ganzes Stück dann besser, ja. Ist das denn etwas, was man auch professionell betreibt? Das heißt Training und so weiter und so fort? Selbstverständlich. Also alle, die jetzt hier auf dem Turnier sind, haben ein extrem hohes Level. Das heißt, wir trainieren sehr viel, wir analysieren sehr viel. Man schaut sich Gegner an, sucht nach Schwächen, Stärken und versucht das dann so ein bisschen auszunutzen. Und ohne Training kommt man auch nicht weit. Spielkommentatoren gibt es nicht nur in der ESL. Das Spiel von Jan Müller-Michaelis, Edna bricht aus, wurde auf YouTube zum Kult. Er profitierte von einem der verrücktesten Gaming-Trends überhaupt. Spieler stellen kommentierte Videos von Computerspielen ins Netz. Es ist scheinbar ein richtig neuer Kanal, auf dem sich Spieler über Spiele informieren und halt im Endeffekt auch möglicherweise eine Kaufentscheidung treffen. Let's Play, lasst uns spielen, nennen sich diese Videos. Und so komisch es klingt, sie sind mega erfolgreich. So hört sich Gronkh an, der Superstar der Szene. Ich muss zugeben, ich habe schon ein bisschen angespielt. Ich wollte gucken, ob man das Spiel vielleicht noch in einer höheren Auflösung laufen lassen kann. Geht aber nicht. Ist das ein wirklich großer Trend in der Gaming-Szene, Let's Play? Also offenbar ja. Wenn ich so auf YouTube gucke, da gibt es ja aber. Also es gibt hunderte von Let's Playern, es gibt abertausende von Videos. Ich habe ja inzwischen auch schon über 2700, keine Ahnung. Ich sehe das. Wie viele Leute, wie viele Views hast du auf deinen Videos? Boah, das weiß ich nicht mehr. Millionen. Es sind Millionen sind das. Nee, ich weiß aber nicht, wie viele. Es sind Millionen, aber wie viel genau, das kann ich dir nicht sagen. Und warum gucken das die Leute? Gronkh und seine Videos kennt fast jeder Gamescom-Besucher. Mehr als 500.000 Zuschauer verfolgen seine Videos regelmäßig. Ja, irgendwie wiederholt sich alles, was wir aus der Filmindustrie schon kennen. Das entwickelt sich hier auch langsam in der Games-Branche. Merchandise ohne Ende. Mit den Lizenzen für den Verkauf von Plastikfigürchen und T-Shirts machen die Computerfirmen Kasse. Das müssen sie auch, denn viele Computerspiele gibt es inzwischen umsonst. Free-to-play ist einer der Trends dieser Gamescom. Wie die Hersteller trotzdem noch Geld verdienen wollen, hat mir einer von Deutschlands erfolgreichsten Spieleentwicklern verraten. Free-to-play heißt Spiele, die man umsonst eigentlich sein Leben lang spielen kann und wo der Entwickler oder der Verlag oder der Publisher dann hofft, dass irgendwo zwischen 5-15% der Spiele trotzdem ein bisschen mehr Geld ausgeben. Für was denn? Ja, die werden dann Geld ausgeben für eigentlich erstmal primär sogenannte Beschleuniger oder Booster-Pakete. Ja, diese Booster-Pakete sind dafür da, dass man seine Karriere schneller vorwärts bringt. Und schon haben wir ein bisschen Geld verdient. Ja. Also immer diese kleinen Fragmente, die summieren sich auf in der Masse. Und letztendlich verdient man über die Masse, ja, mehr Geld trotzdem als über weniger Leute, die 50 Euro bezahlen für ein Spiel. Also ich versuche es jetzt mal. Warface heißt das Ganze. Free-to-play, also man kann es ohne was zu bezahlen prinzipiell spielen. Also los geht's. Ich bin geboren, um zu sterben, scheint mir.
ein Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit sind Ego-Shooter, die schwer umstritten sind. Was sagen Sie, warum machen Sie Ego-Shooter? Also ich weiß nicht, wo diese Umstrittenheit kommt. Ich kann Sie sagen, weil da steht man und schießt Leute tot. Und das finden manche nicht so toll. Ja, es ist ja ein Spiel. Ja, ein Spiel für Erwachsene. Und wir haben einen sehr guten Erfolg damit. Ja, mit Crysis, Crysis 1, 2. Und ich denke, diese Umstrittenheit ist natürlich bei gewissen Leuten verankert. Ja, aber die Masse, ja, die spielt unsere Spiele und kaufen unsere Spiele. Ja. Was sagen Sie den Kritikern? Sagen Sie denen, im Gegenteil, da werde ich meine Aggressionen los? Oder... Nee, ich sag den Kritikern, die sollen Warface umsonst runterladen, das ist Free-to-Play und Spiel. Kritische Stimmen zu Ego-Shootern hier auf der Gamescom zu kriegen, das ist ein bisschen schwierig. Aber vielleicht kriege ich sie hier auf dem Stand der Kölner Spieletester. Das sind Jugendliche, die unter pädagogischer Anleitung Games auf Herz und Nieren prüfen. Und da bin ich mal gespannt, was ich da zu hören kriege. Jeder, der einen Ego-Shooter spielt, kann sich vorstellen, dass er da gerade irgendwie seine Klassenkameraden wegschießt. Also würde ich nicht sagen, dass die gar keinen Teil dazu beitragen. Ist nur so, dass sie im seltensten Fall irgendwas dazu beitragen, dass da jemand Amok läuft oder irgendwelche Gewaltfantasien hat. Ich kann für mich sagen, dass ich finde, dass die Spiele auch Spaß machen, dass man das nicht zu ernst nehmen sollte, dass man nicht gleich sagen sollte, jeder, der jetzt irgendwie Ego-Shooter spielt, läuft auch gleich Amok. Was ist denn der Reiz an einem Ego-Shooter? Das ist Konkurrenz. Ganz böse gesagt Konkurrenzkampf, wenn man da halt, ist wie ein Sportspiel. Es klingt halt böse, Töten als Sport zu sehen, so, aber es ist halt, du spielst es halt, es macht Spaß, du gewinnst halt und gewinnen macht immer Spaß. Also wenn ihr Spiele testet, ein Ego-Shooter ist für euch nicht per se ein schlechtes Spiel? Das würde ich nicht sagen, also auf keinen Fall. Ein Ego-Shooter kann sehr spaßig sein, er kann auch wirklich ins Negative gehen, dass halt wirklich gewaltverherrlichend gezeigt wird, wie jetzt jemand stirbt und dann gesagt wird, ey, super krass, hast den voll geil umgebracht. Gibt Spiele, aber die kommen ja in Deutschland meistens auf den Index. Also in Deutschland sind die ja nicht auf legalen Wege meistens zu erhalten. Index hin oder her, natürlich ist es für Experten kein Problem, die ultrabrutalen Spiele illegal runterzuladen. Trotzdem kaufen die Deutschen fleißig Computerspiele. Allein im Jahr 2011 waren es 72 Millionen. Was fasziniert dich am Game? Ja, dass man eben taktisch vorgehen muss, dass man schleichen muss, also nicht immer auf die Rambo-Art durchbrechen, sondern einfach mal auch taktisch vorgehen, hinterhältig agieren, sowas, das gefällt mir einfach. Ist mal was anderes, eine Herausforderung. Also beim Fernsehen geht es ja darum, was sich, hat sich sozusagen der Regisseur und der Autor gedacht, ne? Und das ist halt auch was, was auf einen wirkt, und beim Gaming ist man auch ein bisschen halt selber dafür verantwortlich. Was findest du, was ist für dich das Faszinierende am Gaming? Das Adrenalin, was man immer bekommt, wenn man spielt. Immer knapp am Sterben ist und man trotzdem dann doch immer überlebt und immer weiterspielen kann. High Noon bei den Case-Moddern. Zeit läuft ab und dann müssen sie die Werkzeuge weglegen. Das wird jetzt ganz eng. Eine Minute. Brenner weg. Fertig. So, das hängt. Scheiße. Der Case ist mehr oder weniger fertig und natürlich mit ein paar Stunden mehr, dann hätte man viel mehr machen können. Die LEDs haben wir leider nicht einbauen können. Aber ein Computer mit Case sollte stehen und die steht und es funktioniert. Das ist die Hauptsache. Genau. Passt schon. Uns fehlen an die 3 Stunden durch den Ausfall von mir am ersten Tag. Und die 3 Stunden merken wir jetzt ganz deutlich. Also, sie sind einfach weg. Da hätten wir jetzt nicht so hetzen müssen. Dann hätten wir wahrscheinlich jetzt noch zu 2,5 Stunden Zeit gehabt. Aber so an sich bin ich wirklich sehr zufrieden im Moment. Jo. Ich finde auch, wir haben einen guten Job gemacht. Wir haben eine Zeit, wir haben geackert wie die Weltmeister hier. Oder Deutscher Meister, sagen wir so. Ja. Und genau, und alles ist da. Wir wollten ein Noose haben, wie heißt es nochmal auf Deutsch? Galgenschnur. Damit können wir den Computer einschalten, funktioniert auch.
Schild ist dran. Er hat einen super Front gemacht. Die ganze Verplankung hat er gemacht. Die Chips sind drauf. Unsere Namen sind drauf. Jetzt bleibt nur noch Daumen drücken für die Siegerehrung. Es gibt Leute, die behaupten, Demi wäre komplett ungefährlich. Das stimmt so nicht ganz. Tauchen Sie ein in die facettenreiche Welt der Landwirtschaft. Das ist das Motto hier am Stand von Landwirtschaftssimulator 2013. Ich glaube, das ist quasi die Gegenthese zum Rest der Gamescom. Es ist uncool, aber es ist ökologisch. Normalerweise werden hier ja auf der Gamescom vor allen Dingen ja coole Ego-Shooter, ich weiß nicht was, alles Mögliche, wo es um Krieg geht, um Waffen und sonst was. Und hier geht es um Landwirtschaft, also mega uncool. Warum sind Sie hier bei der Firma und machen nicht sowas, was richtig gehypt wird? Ja, also ist eine berechtigte Frage. Für mich gibt es zum Landwirtschaftssimulator keine Alternative. Ich selber komme auch so ein bisschen aus der Landwirtschaft und bin auch ein großer Fan von der Landmaschinentechnik. Und ja, wir sind auch ein Stück weit stolz darauf, der Jugend und den Kindern einfach auch ein Spiel anzubieten, was eine gewisse Ernsthaftigkeit und Sinnhaftigkeit hat. Gediegene Ruhe also am Stand des Landwirtschaftssimulators 2013. Und jetzt gehen wir dahin, wo der Hammer hängt. Jetzt kommt nämlich der große Moment für die Modding Maniacs. Gleich werden sie erfahren, ob sie ihren Meistertitel behalten dürfen. Wo wir hier jetzt mal auf Tudermaster, Oliver Peyer und der Patrick. Applaus hier. Gratulation. Zweiter Platz geht an Team Modding Maniacs, an Angerfass und an den Johannes. Applaus hier. Zwei Künstler, darf ich ja schon sagen, dass ihr richtige Kunst hier macht. Herzlichen Glückwunsch. No worries, you're welcome. Yeah. Hat Schwierigkeiten, hat es geschafft. Danke. Also ich kann es nicht glauben eigentlich, weil uns haben ein paar Stunden auch gefehlt. Alles hat auch nicht hingehauen und ich bin überglücklich. Dafür, dass wir eigentlich auch noch unter Zeitdruck das Ganze machen mussten, dann noch einen zweiten Platz zu schaffen. Also wirklich jetzt Erleichterung. Und nochmal Applaus, meine Damen und Herren. Das sind die Gewinner von 24 Stunden Live-Modding. Es hat nicht ganz gereicht für die Titelverteidigung. Aber mit der richtigen Einstellung kann sich auch ein zweiter Platz sensationell anfühlen. Das war die Gamescom 2012 und ob man es mag oder ob man es nicht mag, das ist ein Riesenbestandteil der Jugendkultur. Schrill, bunt und krass. Und mit dem einen, da hatte ich meine Probleme, mit dem anderen hatte ich aber auch eine Menge Spaß. Was aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend ist, hier ist noch eine Riesenentwicklung in vielen Bereichen zu erwarten. Also von dieser Messe wird man noch eine Menge hören und ich glaube, ich werde wieder dabei sein im nächsten Jahr.